Herzlich willkommen heute zum Kontron Technologietag hier vor dieser wunderschönen Kulisse in der Allianz Arena in München. Wesentlich wollte ich einen kleinen Überblick geben über die einzelnen Produkte, die es speziell in dem Windows Embedded Umfeld von Microsoft gibt. Für uns alle ist es ja eine große Überraschung gewesen, dass Intel plötzlich Chips herstellt, die ohne besondere Kühlmaßnahmen und ohne besondere Stromversorgungsanforderungen einfach betrieben werden können. Das Highlight, würde ich sagen, sind die 1000 verkauften Entwicklungsboards. Das ist ja eine eindeutige Indikation, dass Atom in der breiten Masse im Markt Anklang findet. Wir haben es sogar geschafft, die 1001er-Anwendung zu realisieren. Und zwar haben wir eine Lösung geschaffen im Bereich Navigationsentwicklung mit modernen HMI-Technologien.